Okay, dieser erste Schritt war, was auch immer Dozy heißen soll. Dead End. Nein, wirklich, dreh um. So viel zum Dead End. Also ja, es scheint auch ein paar Secrets hier zu geben. Wobei das hier jetzt einfach zu finden war. Oh, jetzt hätten wir eigentlich genug Münzen, um uns das Smart Pack zu kaufen. Aber ich glaube, ich warte erstmal, bis ich 100 zusammen habe und kaufe mir den Double Jump. Oh, das FBI ist hier. Jedenfalls sieht er aus wie vom FBI. Hallo. Ja, Mr. Smith. Hallo, ich habe im Augenblick nichts Wichtiges zu sagen. Was? Ich werde eine wichtige Rolle spielen bald, aber du weißt es jetzt noch nicht. Doch, wir wissen es, weil du es uns gesagt hast. Gut. Toll, ich brauche eine Karte. Warum nicht? Ja, ich brauche das Map Pack, um weiterzukommen. Das kostet ja garantiert auch nochmal 200 Goldmünzen. Warum nicht? Das Spiel ist wirklich dazu aus... Ja, okay, 140. Ich hab mich vertan. Aber das Spiel ist wirklich dazu ausgelegt, einen zu holen. Exklusives Pre-Order-DLC for the Hot New Game. Also ein exklusives Pre-Order-DLC für das heiße neue Spiel. Okay. Dann müssen wir das wohl kaufen, was anderes bleibt uns nicht übrig. Sonst in die andere Richtung kommen wir ohne Karte nicht weiter und ohne den Doppelsprung nicht hoch genug. Also im Augenblick klingt uns das Spiel noch ziemlich, weil es uns halt nicht viele Möglichkeiten gibt, DLCs zu kaufen, weil die Münzen halt fehlen. Es gibt uns fast schon vor, welche DLCs wir uns leisten können. Naja. Dann gucken wir mal. Jetzt haben wir wieder den Typen hier. Da. Warte, ist das das limitierte Edition? Ist das das psychologische Kriegsführungspack der limitierten Edition? Ja, natürlich ist es das. Verfügbar nur bei Vorbestellung? Yep. Kann ich es haben? Wirst du mich in Ruhe lassen? Deal. Okay. Ich weiß nicht mal, warum ich dieses Pack haben wollte. Ich musste es einfach haben. Super. Ja, das ist auch noch wieder so eine hübsche Anspielung an so Pre-Order-Sachen. Da bestellt man ein Spiel vor, na gut. Eigentlich bei den meisten Pre-Order-Sachen ist was Gescheites dabei, aber es gibt wirklich manche Pre-Order, da kann man sich nur an den Kopf fassen. So, hier komme ich nicht durch, weil ich keinen Ducken-DLC habe wahrscheinlich. Aber ich kann Schafe töten. Es gibt garantiert irgendein Steam-Achievement. Ah, ich brauche mich gar nicht ducken können. Ich muss einfach nur die geheime Passage, also. Gut, die geheimen Wege sieht man ziemlich leicht offen. Da oben ist ein Schatz. Ich kann ihn sehen, aber ich kann ihn nicht erreichen. Hä? Ja, dafür werde ich den Doppeljump brauchen. Also den Doppelsprung. Dafür kann ich hier die Münzen einsammeln und dann habe ich auch bald das Geld für den Doppelsprung zusammen. Oh, was bist du denn für einer? Ich bin ein Füller-NPC. Ich habe nichts, um zu der Situation beizutragen, super. Du veralberst mich, richtig? Ich weiß nicht mal, wie ich hier runtergekommen bin. Also ja. Irgendwie habe ich das Gefühl... Ah ja, hier komme ich an die Münzen hier oben. Okay, jetzt haben wir 111 Münzen. Jetzt können wir uns den Doppelsprung besorgen. Also ich finde das Spiel lustig. Bis jetzt.
Bin mal gespannt, was es noch so im Petto für uns hat. So. Bis jetzt brauchen wir ja für alles DLCs. Bin mal gespannt, was für DLCs noch kommen. Ob irgendwann auch das Reiten-DLC kommt, dass das unser Pferd mal einen Nutzen hat. Das so dämlich aus der Wäsche guckt. Na gut. Ja, ich komme für weitere DLCs, und zwar wie den Double Jump. Und wieder ein Achievement. Ja, das ist ja nicht schwierig. Jetzt kann ich Doppelsprünge machen. Das kann ich erstmal gucken. Da oben gab es nämlich, glaube ich, noch einen Ort. Also ja, das Spiel ist schon ziemlich auf Erkunden und Entdecken getrimmt. Wow, nein. Das war dann doch in die andere Richtung. Auf Erkunden und Entdecken getrimmt, aber für so einen kleinen Titel macht es schon ziemlich viel Spaß und es gibt ziemlich viel zu lachen. Nein, hier drüben war auch nichts. Ich hätte schwören können, hier gibt es noch irgendwo eine Plattform, auf die ich hüpfen könnte. Ja, genau, die da. Genau die da. Oder brauche ich dafür erst das Triple Jump DLC? Das gibt's garantiert auch noch. Das Spiel ist ja darauf ausgelegt, einen mit DLCs zu trollen. Aber richtig zu trollen. Na, da komme ich wirklich noch nicht hin. Aber ich kann auf jeden Fall jetzt hier drüben mit dem Double Jump das den Schatz, was auch immer mir der bringt, einsammeln und auch die Münzen hier oben. Und ich frage mich wirklich, ob das Schafe töten was bringt oder ob ich danach einfach nur als grausam. Okay, das Secret war jetzt ein bisschen besser getarnt. Hier ist nichts Wichtiges für die Geschichte. Der böse Typ ist nach Osten. Ja, das wissen wir, aber wir brauchen eine Karte, das Cardpack, um weiterzukommen und dafür brauchen wir halt garantiert, wenn ich alle Schafe in der Welt hier töte, kriege ich ein Achievement bei Steam. Aber um halt nach Osten zu kommen, brauchen wir das Map Pack und dafür brauchen wir 140 Goldmünzen. Hey Held, hier was? Mein Name ist nicht Held, mein Name ist Spieler. Toll. Dank den Göttern, du bist gekommen, Held. Ich brauche deine Hilfe. Wölfe haben Kinder aus dem Dorf entführt. Ganz toll. Und ich habe mein verzaubertes Zauberbuch verloren. Warte, Wölfe, Kinder. Und ich kann meine Angelrute nicht finden. Verzaubert, Angelrute. Nein, es ist nur eine normale Angelrute, aber sie bringt Glück. Du musst die Kinder retten, mein Buch wiederfinden und die Angelrute. Ich, weißt du was? Nein, einfach nein. Ich kenne dich nicht mal. Löse deine Probleme selber, ich bin beschäftigt. Okay. Das war ein Quest-NPC, der uns mal kreuzweise konnte. Aber ich finde das so genial aufgebaut. So. Nein. Nein, ich habe ein neues DLC. Wir haben sinnlos DLC freigeschaltet. Das Top Hat Pack. Also das Zylinder-Hut Pack. Super. Dann kann ich mir einen Zylinder aufsetzen. Nee. Allein schon das Rüstungsset fürs Pferd kostet 250. Will ich wissen, was dann das kostet? Nein, einfach nur nein. Hier oben war, hatte ich schon alles. Jetzt will ich wissen, was ist das Alt-Oma-DLC?
Petpack. Ah, ganz toll. Also, ich denke mal, hier drüben habe ich jetzt alles eingesackt. Dann reden wir gleich mal mit dem Shopkeeper und gucken mal. Ey, die sind gar nicht mal so teuer. Super, also die sind gar nicht mal so teuer, aber die kaufe ich mir jetzt nicht. Nein, ich bin nicht für weitere DLCs hier. Das mit der Steuerung ist ein bisschen blöd, dass ich Z und X so weit auseinander liegen. Aber naja, was macht man, wie man machen bei der deutschen Tastatur? Erstmal brauche ich 140 Goldmünzen. Weil ich traue dem Spiel nicht. Ich traue dem Spiel nicht, das trollt mich wahrscheinlich so sehr, dass mir nachher, wenn ich mir da hier das DLC-Ding, also so ein Hutpack kaufe oder so, ich kein Geld mehr habe, um mir das Kartenpack zu kaufen. Ah je. Yeah. So, wieder hier hoch. Obwohl, ich habe eigentlich schon genug Münzen, aber ich sammle alle ein. Ja. Ich will mal gucken, ob ich in diesem kleinen Nebenprojekt hier alle DLCs zusammenbekomme. Ja. Was steht auf diesem Schild? Feedback. Nein, Feedback wollen wir keins geben im Augenblick. Wir wollen einfach Münzen sammeln. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das Spiel für 1,25 € gekauft, weil es gerade beim Release im Sonderangebot war bei Steam. Normalerweise kostet es 2,50 €. Also wer von euch auch dieses Spiel mal spielen möchte, so teuer ist es gar nicht. Und ich finde, für die 2,50 € lohnt es sich erheblich. Nein. Nein. Nein, wir ziehen uns kein Bikini an. Was soll denn das? Oder ist das für die Prinzessin? Wenn das für die Prinzessin ist, dann okay, aber nicht für uns. Nein. Das Spiel ist echt ein Trollspiel. Das Spiel will einen auf jede erdenkliche Art trollen. Und denkt man sich dann, boah geil, ich brauch dringend das Sexy Pack da. Aber den Zylinder kaufe ich mir. Den Zylinder kaufe ich mir. So, ich will da hoch. Nein, erstmal hier hoch. Nein, das reicht von der Sprungreichweite nicht. Hier hoch. Ja, hier oben ist noch ein Schaf zum Töten. So, und dann war es das hier oben, glaube ich, auch. Gucken wir noch mal kurz. Ja, das war's dann hier oben. Ups. Aber hier drüben nicht. Was? Secret Stash. Don't touch. Was? Stirb scharf. Geheimer Schatz nicht anfassen. Naja, das haben wir ja schon. Wir haben sogar ein Achievement dafür gekriegt. Nein, mit dem Doppelsprung kommen wir sogar hier raus. Naja, ein bisschen Skill sollte man schon für das Spiel mitbringen. Sonst klappt es mit den Doppelsprüngen manchmal nicht. Okay, Gott sei Dank ist es für die NPCs. Also erst einmal will ich das Map Pack. Dann will ich den Top Hat. Ja gut, einfach nur des Funs wegen kaufen wir die beiden auch.